Hallo, ich bin Marc von HuskyTech und ich freue mich, euch heute hier recht herzlich bei unserer neuen Videoclip-Reihe von HuskyTech begrüßen zu dürfen. Wir fangen direkt mit unserem ersten Clip an. In dem geht es sich darum, wie vermesse ich meinen Hund richtig. Das Problem, in letzter Zeit kamen viele Anfragen, die Leute waren verunsichert, ob sie richtig gemessen haben und deshalb starten wir heute direkt mit diesem ersten Clip. Wir kommen jetzt direkt zum ersten Punkt und zwar zu den Messutensilien, die ihr benötigt. Da haben wir zum einen ein Maßband aus dem Baubedarf. Ja, das hat allerdings den Nachteil bei ängstlichen Hunden, da es knistert, könnte das ungünstig sein, dies mit diesem Hund zu vermessen. Als zweites haben wir ein Maßband aus dem Nähbedarf. Das hat den Vorteil, es gibt keinen Laut vor sich. Also auch ängstliche Hunde können sehr gut mit diesem Maßband vermessen werden. Als drittes, wenn ihr die beiden Sachen nicht zur Hand haben solltet, nehmt ihr bitte einen Zollstock und eine Schnur. Damit könnt ihr auch euren Hund vermessen. Beim Zollstock und Schnur müsst ihr allerdings darauf achten, den Zollstock vorher auszubreiten, sagen wir mal auf 1 Meter oder 1,20 Meter. Den legt ihr euch zur Seite, messt mit dieser Schnur euren Hund ab, bei den Maßen, die ich euch gleich gebe, und haltet diese an den Zollstock. Somit könnt ihr einfach und schnell und unkompliziert auch dieses Maß ablesen. So, nun kommen wir zum dritten Punkt und zwar die Positionierung eures Hundes. Beim Messen ist es gänzlich schlecht, wenn der Hund liegt oder sitzt. Im Idealfall nehmt ihr euch eine zweite Person, die euren Hund festhält, den so positioniert, dass der Rücken komplett gerade ist und ihr könnt dann ganz in Ruhe euren Hund vermessen. Wir kommen jetzt zum vierten, letzten, aber auch wichtigsten Punkt und zwar, welche Maße benötigen wir von der Firma HuskyTech und wie messt ihr diese? Als erstes brauchen wir den Halsumfang des Hundes, als zweites den Brustumfang und als letztes die Rückenlänge. Wir haben aber noch zwei Maße dabei, die sind optional. Wenn ihr uns die einreichen könntet, wäre das super, damit wir ein besseres Bild von eurem Hund bekommen. Das wäre die Kilogrammzahl und die Rasse. Beim Mischling wäre es ganz gut, wenn ihr sagen könnt, in welche Richtung euer Hund hingeht. So, wir kommen jetzt mal zum Maß A, dem Halsumfang. Dieser Halsumfang wird in der Mitte des Halses gemessen. Also ihr messt ihn nicht im Kopfbereich, ihr messt ihn aber auch nicht hin zu den Schulterblättern. Ihr messt ihn genau in der Mitte des Halses. Das zweite Maß ist der Brustumfang. Der Brustumfang ist am größten direkt an der Vorderhand. Da messt ihr auch bitte doch dieses Maß. Das letzte Maß, das wir benötigen, ist die Rückenlänge. Die ist immer etwas kompliziert. Normalerweise sagt man vom Widerrist, höchster Punkt zwischen den Schulterblättern, bis zur Kruppe. Da sind viele unsicher und irritiert. Am einfachsten macht ihr das folgendermaßen. Ihr hebt den Kopf des Hundes an, folgt dem Hals. Sobald dieser Hals in den geraden Punkt übergeht, ist das euer A-Maß. Der zweite Punkt wäre dasselbe. Ihr hebt die Rute eures Hundes an. Und sobald die Rute ins Gerade übergeht, beziehungsweise die Kruppe ist ja abfallen, wäre das euer B-Maß. Und genau zwischen diesen beiden Punkten messt ihr die Rückenlänge. Wir kommen jetzt zum Vermessen des Hundes von den Maßen, die ich euch eben genannt habe. Wir fangen bei dem Halsumfang an. Dann nehmt ihr das Maßband einmal um den Hund herum und legt es eng an den Hals an. Ihr würgt den Hund nicht und ihr gebt auch selbstständig keine Luft hinzu. Das machen wir zum Schluss, wenn wir euer Geschirr fertigen, anhand der ganzen Maße. Das zweite ist der Brustumfang. Der wird genauso gemessen. Das heißt, eng anliegend, keine Luft hinzu und auch da den Hund nicht wirken. Zum dritten Maß, der Rückenlänge. Wie eben beschrieben, vom Hals herunter auf den geraden Bereich des Rückens, Punkt A. Die Rute anheben auf den geraden Bereich der Kruppe, auch wenn diese abfallend ist. Und somit erhalten wir auch hier unsere vernünftige Rückenlänge. Nun habt ihr alle wichtigen Informationen bekommen, die ihr benötigt, um euren Hund richtig zu vermessen. In unseren weiteren Videoclip-Reihen von HuskyTech stellen wir euch weitere interessante Themen zur Verfügung und wir würden uns freuen, euch dort wiederzusehen. Bis dahin, euer Marc von HuskyTech.